Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Doch bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Hi, ich bin Josie Maron und ich spiele Mia in Need for Speed Most Wanted. Rennen solltest du wirklich nur im Spiel fahren. Sei auf der Straße vorsichtig und verantwortungsbewusst. Und anschnallen ist Pflicht. Herzlich willkommen, meine Chickas und Chickas da draußen. Der Slay ist heute mal am Start mit einer kleinen Runde Let's Play Need for Speed Most Wanted. Es wird mein erstes Let's Play. Ich hoffe, ich glaube nicht zu viel Bullshit dabei. Und ja, dann fangen wir jetzt auch direkt mal an. Nein, wir haben noch kein Profil erstellt. Ich habe das Spiel jetzt gerade zum ersten Mal in der Hand, zumindest für die 360. Oh, ich bin voll nervös. Ja, dann nennen wir uns einfach mal wie standardmäßig. Warum habe ich das Spiel gewählt? Ich hatte es früher für die PS2. Ja, ich bin 360 Noob, ich habe nie eine. Ich habe damals sehr gerne das Spiel gespielt. Ich habe es allerdings niemals durchgespielt. Das habe ich vor, jetzt zu ändern. Also auch 360-Steuerung ist jetzt vollkommen neu für mich. Also nicht wundern, wenn ich jetzt gleich komplett verkacke. Und ja, jetzt machen wir erstmal die kleine Vorgeschichte. Ich vermute mal, einige von euch werden die schon kennen, andere würden nicht. Es geht... Warte. Na, wie läuft deine Karre? Die Papiere. Und deine Papiere. Der ist gefährlich. Pass gut auf, er rammt dich, wenn's sein muss. Erst hol ich mir deine Karre, dann hol ich mir deine Kleine. Schärf dir das gut ein. Konzentrier dich. Er hat eine Menge Power, also warte, bis er geschaltet hat. Ja, also jetzt kommt erstmal so die Vorgeschichte. Also für die, die es nicht wissen, in Need for Speed Wanted geht es darum, die Nummer 1 der Blacklist zu werden. Das sind die 5 besten Fahrer aus der Region. Und ja, jetzt gerade hört man halt, wieso man ganz unten in der Blacklist startet. Und der BMW ist jetzt erstmal von meinem Auto. Das behalten wir leider nicht. Wäre ja langweilig, wenn wir sofort alle abziehen. Und ja, Razor ist, wie ihr euch vielleicht schon denken könnt, dann später unser Endboss. Oh, ich finde sein Mustang ja so geil. Aber den werde ich selber nicht fahren, weil ich finde, vom Aussehen her ist das zwar ein geiles Auto, aber ich kann damit nicht fahren. So, und jetzt geht's richtig los. Okay, das war jetzt natürlich erst auf Fail. Ich muss erst mal gucken, wo Gas ist.
Ich glaube, ich stelle mir gleich mal die Steuerung so um, dass ich es kann. Machen wir aber erst, wenn wir jetzt hier mit fertig sind. Weil das hier geht jetzt eh nicht lang. Also ich habe in echt keinen Führerschein. Ihr braucht keine Angst, dass ihr so einen bekloppten Fahrer mal auf der Straße bleibt. Und wenn es nicht ich... So. Ja, jetzt... Der Razor hat halt an der Karre rumgefuscht, deswegen können wir jetzt nicht das Rennen beenden, weil unsere Karre stehen bleibt. Ah, das erfahren wir gleich nochmal alles. Hätte jetzt gerade die Schnauze halten sollen. So, da sind wir wieder mit unserem coolen BMW. Also, ja. Ich habe nicht unbedingt viel Ahnung von Autos. Wie gesagt, ich werde jetzt gleich auch noch die Steuerung umstellen, sodass ich damit fahren kann. Weil, ich werde es mir wahrscheinlich so umstellen, dass es wie die Blazy-Steuerung ist. Auch wenn das total lame ist. Joa. Wichtig, zuhören. Möglicherweise verfahren. Das ist ein echt schöner Wagen, ehrlich. Schaltung, Instrumente, Lenker. Ist das alles nur Show oder gibt's da vielleicht noch was ich wissen sollte? Ich werf gern mal einen Blick unter die Haube. Gute Idee. Ich werde dir sagen, was wir machen. Wir nehmen jetzt einen Wagen, zerlegen ihn mal und checken, ob alles zugelassen ist. Könnte doch sein, dass etwas nicht in Ordnung ist. Lass einen Abschleppwagen kommen. Deine Rennfahrerkarriere kannst du wohl vergessen. Ich werde dir jetzt was verraten. Straßenrennen in Rockport sind Vergangenheit. Ich habe da eine hübsche kleine Überraschung, die euch Jungs sicher einiges Kopfzerbrechen bereiten wird. Und jetzt raus aus dem Wagen. Achtung, Straßenwagen. Einige Einheiten verfolgen mehrere Fahrzeuge, deren Fahrer sich mit Gewalt der Festnahme entziehen. Passet der Tür auf. Das nächste Mal hast du nicht mehr so einen. Hübsche Rallye-Streifen. Ich mag den Kerl nicht. Er ist ein absoluter Vollidiot. Gut. Shit, ich wollte eigentlich gucken, wo Pause ist. Ah, hier ist Pause. Gut. Ich stelle mir jetzt uns erstmal die Steuerung an. Das hätte ich vielleicht vorher machen sollen. Gameplay metrisch. Feststehen. Ja. Steuerung. Speedbreaker, Nitro, ich will, aber, okay, das ist jetzt irgendwie blöd. Gut, dann muss ich mich halt an die neue Steuerung gewöhnen, auf B ist Nitro, was ein Schwachsinn. Ja, mal kurz schauen, Schwierigkeitsgrad, ja, ich bin Motorhaubenfahrer. Mal tun ein annehmen
Gameplay? Was hier? Nee, hier war es nicht. Hey, hier musste doch irgendwo. Hä? Hoffen wir jetzt einfach mal, dass die Schwierigkeit nicht zu leicht ist. Okay, ja, wenn euch die Kameraperspektive nicht gefällt, schreibt es in die Kommentare. Ich werde das dann berücksichtigen. Ich fahre halt nur am liebsten hiermit. Ey, ja, wie ihr seht, ist der BMW leicht bis schwer overpowered. Also ich fahre den auch nicht gerne. Ups. Ja, da sieht man es schon. Ach, auf alles klar. Das wird. Also, es ist praktisch für mich auch vollkommen neu. Ich habe keinen Plan von der Steuerung. Den Speedbreaker habe ich ja eben schon verkackt. Woohoo. Ich benutze auch nicht gerne eine Bremse. Also, ich bin kein Freund von Bremsen, aber ich kenne kaum Leute, die das in Need for Speed sind. Ich mache da lieber so eine Scherze. Ja, was sind bei Need for Speed meine Stärken? Also in Underground 2, weil ich damals auch sehr gerne gespielt habe, bin ich sehr gerne Driftrennen gefahren. In Carbon bin ich relativ gut in Canyon-Rennen. Bei Most Wanted sind so die Einzelrennen oder Radarfalle, Mautstelle und sowas. Ah, ouch. Total. Eieiei. Gut, das geht besser. Hoffe ich. Also das soll jetzt erste Rennen. Ihr seht, ich bin kein absoluter Vollnoob, aber die Stimmung ist nicht so weit. Was habe ich dir gesagt? Razor, er hat sich einfach nicht abschütteln lassen. Hey, halt die Klappe. Idiot. Noch so ein Möchtegern-Raser, der auf Zoff aus ist. Warum ersparst du dir nicht den Ärger und drückst die Teile freiwillig raus? Möchtegern-Raser oder nicht, die Kiste ist trotzdem heiß. Du verstehst von Autos nicht allzu viel, was, Schätzchen? Deine Karre hat jedenfalls keine Chance. Ob beim Sprint oder die Viertelmeile. Mein Schlitten macht mit allen kurzen Prozess. Der putzt die alle hier. Auch diese Normalbenzinschleuder. Wirklich? Dann mach schon mal deine Kohle locker. Fünf Riesen. Fünf Riesen! So ein Clown macht meinen Junge platt. Was soll der Typ damit zu tun haben? Ich fahre nicht gegen Nobodies. Und von einer Zicke, die hier nur dumm rumsteht, lasse ich mir sowieso nichts sagen. Genau. Das da ist die Nummer 15 auf der Blacklist. Fahr erstmal ein paar perfekte Rennen, bevor du es mit ihm aufnimmst. Danke für den Tipp, Schatz. Also willst du nun, oder was? Ich hab ihn. Warum nicht um... Riesen. Ach so, du willst ja voll auftrumpfen, was? Einverstanden. Ja, gib mir die Polizei. Hier sind ein paar Typen, die veranstalten gleich ein Rennen bei der Schiffswerft. Schick mal ein paar Cops in die Richtung, ja? Am besten auch einen Krankenwagen. Wenn er durch ist mit dir, will ich deine Fresse. Oh, das ist Mercedes. Ich finde Mercedes sind schöne Autos. Zwar nicht alle, aber viele. Ah, jetzt zeigen wir erstmal so schön. Heck. So, Stoßstange von hinten. Und tschüss. Was für Autos fahre ich bei Need for Speed? Aber bei Most Wanted fahre ich liebend gern den Porsche. Ist mir egal, was für ein. Hauptsache Porsche, Hauptsache schnell.
Was fahre ich noch? Den Lamborghini Gallardo. Den fahre ich sehr gerne, weil er ist relativ windschnittig. Er hat von Natur aus eine sehr hohe Beschleunigung und Höchstgeschwindigkeit. Okay, verstanden. Oh, die Polizei nervt gerade ein wenig. Aber ich weiß ja, dass die kommt. Achtung, alle Einheiten. Wir haben das ist weigert anzuhalten. Boah, ich kann gut fahren. Alle sind halt noch relativ kurze Rennen, die werden dann aber auch deutlich länger. Ich kann euch auch jetzt schon mal versprechen, ich werde wahrscheinlich nicht das Spiel in einem Rutsch durchschaffen, ohne einmal zu verlieren. Weil dafür bin ich dann doch noch zu schlecht. Nitro geht immer. Ja, da vorne ist ein Polizist, unsere Freunde und Helfer. Normalerweise. Hui. Also, ich finde die Rennerwaffen sind extrem billig. Ich finde schade, dass man die nicht überspringen kann. So, zweites Rennen gewonnen. Ja, ich werde wahrscheinlich jetzt auch erstmal ein, zwei Folgen erstmal aufnehmen, werde dann schauen. Vielleicht nehme ich auch ein paar Folgen mehr heute auf. Ist halt mein erster Tag. Bin auch leicht nervös, deswegen sage ich zwischendurch vielleicht nicht ganz so viel. Ja. Lalala. Wenn ihr Fragen über mich habt, könnt ihr das gerne fragen. Also auch halt alles unten in die Kommentare. Anmerkungen, vielleicht auch Vorschläge, was für Autos ich fahren kann, fahren soll. Ich werde mal gucken, ob ich das beherzige, weil wir haben ja schließlich mehrere Autos dazu frei. Ich werde versuchen, so lange wie möglich dann auch mit unserem ersten Auto zu fahren. Also ich habe mal die Erfahrung gemacht, zumindest wenn man den VW Golf am Anfang hat, den wir uns nicht holen werden, weil ich das Auto nicht mag, dass man dann auch relativ lange mit dem Startauto fahren kann. Autsch. Ich glaube bis zu 12 oder bis zu 10 sollte kein Problem sein, wenn man gut fährt und gut tunt. Ich fahre auch sehr gerne mal einfach nur so random Verfolgungsjagden. Einfach, wenn ich dann mit den Rennen nicht weiterkomme oder auch einfach halt um Kopfgeld zu sammeln. Bei Verfolgungsjagden gehe ich sehr gerne auf Sachbeschädigung. Also ich fahre gerne einfach auch mal durch Bäume, durch kleine Seitenstraßen und so, wo man viel kaputt machen kann. Aber das werden wir alles im Spielverlauf noch sehen. Hui! Mal nach hinten gucken. Ui. Ich bin voll, wenn ich gucke einfach nur nach hinten, um zu sehen, was vor mir liegt. Mal schauen, vielleicht kriege ich auch später den Skyline noch dazu, gegen mich ein, zwei Runden zu fahren. Das muss er ja jetzt noch nicht wissen. Hallo Chico. Ja, die Katze läuft hier gerade rum. Ich find's gut, dass du dich hierher traust. Wirklich. Ich bin nämlich schon ganz scharf auf deinen Wagen. Du weißt doch, dass du deinen Wagen setzen musst, um gegen einen Blacklist-Fahrer anzutreten, oder? Und genau deshalb riskiert das sonst auch keiner. Ich warte auf dich. Ja, wie gesagt, Razer ist ein Vollidiot. Also, ganz ehrlich, zum Volk wünsche ich keinen. Deine Karre. Die Papiere. Und deine Papiere. Der ist gefährlich. Pass gut auf, er rammt dich, wenn's sein muss.
Erst hole ich mir deine Karre, dann hole ich mir deine Kleine. Schärf dir das. Ja, das ist jetzt das Rennen, was wir ganz am Anfang gefahren sind. Das müssen wir jetzt nochmal fahren. Ey, konzentrier dich. Er hat eine Menge Power, also warte, bis er geschaltet hat. Und ja, diesmal dürfen wir das Rennen auch von Anfang an fahren. Mir hat ein Kumpel erzählt, dass er das Rennen angeblich gewonnen hat. Das glaube ich persönlich nicht, weil... Aber soweit ich weiß, passiert das immer an derselben Stelle, dass die Karre schlapp macht, aber das werdet ihr ja gleich sehen. Aber an sich ist, seine, ist die Karre von Razer extrem lame, man kann den ohne Probleme abhängen, aber das Rennen gewinnt man halt leider trotzdem nicht, egal wie gut man fährt. Finde ich persönlich sehr schade, weil ich hätte, den muss dann schon gerne zumindest irgendwie zu verkloppen, genauso wie den BMW, um ja dann ein normales Auto zu holen. Naja, das sind auch normale Autos, aber mir halt ein Auto zu holen, das ich mehr mag, mit dem ich besser fahren kann. Huch, da hat er uns überholt. Out. Der Räder versucht mir die Karre zu demolieren. Seht ihr das? Fordere zusätzliche Einheiten an. Hier sind mehrere Verdächtige. Wir sind an den Verdächtigen dran. Ja, natürlich bin ich schon. Wir müssen dann Fahrer der Welt. Wuhu. So, jetzt haben wir Razor auch wieder. Ich entschuldige meine Aussprache, weil ich bin minimal erkältet. Ich hoffe, das stört euch jetzt nicht. Versucht einfach nicht zu viel zu husten oder auch deutlich zu sprechen. Wie ich schon gesagt habe, recht nervös. So. Ich würde sagen, wir machen dann erstmal nachdem wir dann das neue Auto haben und zur Garage gefahren sind, du musst das Rennen schnell beenden, okay? Machen wir dann auch das Schluss. Ah. Ja, ihr könnt beschleunigen. Und ich bin stehen geblieben. Mia, Schätzchen, die Gewinner sind doch hier drüben. Cops! 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 Zum Bus geht's da lang, Chef. Die Undercover-Jungs hatten dich. Aber jetzt bin ich das. Hey, wo ist deine schicke Karre? Wen interessiert's? Da, wo er hingeht, braucht er sie nicht. Und die schweren Jungs warten schon auf dich, Baby. Ja, wir waren jetzt im Knast. Kommen aus dem Knast frei. Also ist das zumindest, soweit ich weiß. Steig ein. Ich weiß, sie konnten dir nichts nachweisen. Naja, ohne Wagen kannst du ja auch schlecht rennen fahren.
Razor hat dich gelingt. Er wollte nur deinen Wagen. Und das Schlimmste ist, er ist Nummer 1 auf der Blacklist. Und das mit deinem Schlitten. Um wieder dabei zu sein, musst du dir einen Namen machen. Rennen gewinnen und Kopfgeld kassieren. Ich habe für dich eine Unterkunft klargemacht. Aber erstmal brauchst du was zum Fahren. Hey Ed, hier ist Mia. Ein guter Freund kommt mal vorbei. Tu mir einen Gefallen und hilf ihm. Danke. Du hast was gut. Das finde ich bei Need for Speed halt auch extrem nice. Man kriegt halt nicht gezeigt, wie man aussieht. So wird halt ein bisschen das gewahrt, dass man glaubt, man ist das selber. Zumindest als kleines Kind habe ich das geglaubt. Ja, ich nehme gerne den Chevrolet. Einfach, weil er von den drei Wagen, also Chevrolet Cobalt SS, Fiat Punto und Lexus IS 300. Ich finde, also er hat nicht nur die beste Beschleunigung oder das beste Handling. Wie ihr seht, da sind der Fiat und der Lexus deutlich besser. Aber er hat so eine schöne Geschwindigkeit. Er ist auch der günstigste. Da können wir dann gleich mal ein bisschen was in die Farbe investieren. Und ja, dann geht's jetzt los. Ne? Alles klar, so, dann geht's los. Also am Anfang kann unsere Karre halt nichts. Das kennt man ja aus einigen von Speedspielen. Man fängt mit einer total lame Karre an, muss sich dann hocharbeiten, aber das sollten wir ohne Probleme schaffen. Hui. Ja, nein! Autsch! Also, Bremsen sind auch total crap am Anfang. Das Einzige, was bei jedem Auto gleich funktioniert wie dieses Spiel, ist der Speedbreaker. Jetzt geht auch nicht Gas. Ups. Oh, da war jetzt keine Familie drin. So. Jetzt sind wir im Unterschlupf. Jetzt können wir noch ein bisschen was erzählen. Und ich würde sagen, dann machen wir auch erstmal Schluss mit der ersten Folge. Du hast es gefunden. Wie gefällt's dir? Stell deinen Wagen hier ab. Kannst dich wie zu Hause fühlen. Und untertauchen, wenn's dir zu heiß wird. Wenn du Razor deinen Wagen nicht freiwillig überlassen willst, hast du noch ziemlich viel vor. Du musst dich in der Blacklist hocharbeiten und alle anderen Fahrer besiegen. Aber zuerst musst du versuchen, überhaupt wieder in die Blacklist reinzukommen. Fahr das richtige Event, sammel genug Kopfgeld und du kannst einen Fahrer aus der Liste herausfordern. Hast du sie alle geschafft, gehört Razor dir allein. Cool? Ich werde dich wieder nach oben bringen. Ich rufe dich an, wenn es was Neues gibt. Bis dann. Ja. Ich lese euch jetzt das vor, was bei seinem Lebenslauf steht. Das hier ist Sunny. Er hat verdammt viel Zaster in seinen Schlitten gesteckt. Die Kiste ist eine echte Rakete, also wunder dich nicht. Er versucht immer als erster die neuesten Teile an seinen Wagen zu haben. Da frage ich mich jetzt wiederum, warum ist er nur Nummer 15? Ach ja, er fährt einen VW Golf GTI und seine Stärke sind Grundkursrennen, das seht ihr da ja. So, jetzt kommt ein kurzes Intro-Video zu ihm. Das ist seine Karre. So. Also um Blacklist-Fahrer herausfordern zu können, müssen wir Rennen fahren. Das sind bei Sony drei Stück, die wir gewinnen müssen.
Welch Wunder, wir haben 3 Rennen zur Auswahl. Und, Meilensteine, da haben wir, müssen wir auch 3 holen. Da haben wir einmal Radarfalle. Dann müssen wir 2 Polizeiwagen berühren. Und einmal müssen wir, länger als 2 Minuten verfolgt werden. Und wir müssen weniger als 4 Minuten aus der Verfolgung entkommen. Lebenslauf hatten wir schon. So, dann würde ich jetzt sagen, wir haben eine halbe Stunde voll. Dann machen wir jetzt erstmal hier Pause. Und es geht für euch, wenn ihr das wollt, dann morgen sofort weiter oder die nächsten Tage sofort weiter mit der nächsten Folge. Wieder schon reingehauen. Für Anregungen, Kommentar oder Vorschläge, schrotet in die Kommentare. Ich bin für alles zu haben. Ich hol mir gerne Autos, die ihr mir vorschlagt. Ich tune die gerne so, wie ihr es wollt. Alles klar. Waren hört und stört sich, Leute.